die hübschen jungen Mädchen rüberlassen, Max, an deiner Stelle? Ja. Hoch die Hände, Wochenende! Wir sind unterwegs und zwar machen wir jetzt einen schönen Ausflug. Zwei Männer und ich. Die anderen sind auch unterwegs. Die wollten aber lieber Motorrad fahren. Und wir kaufen ein bisschen was ein und wir nehmen euch wieder mit. Ich finde es schön, dass ich einen Max dabei habe. Kleiner Scherz. Der läuft immer so schnell. Ich komme gar nicht hinterher mit meinen kurzen Beinen. Das ist so, Max. Du läufst immer mega schnell. Max, komm schnell, wir gehen zu DM. Er läuft einfach weiter. Max, komm, wir gehen schnell zu DM. Der hat keinen Bock, der Max. Willst du nicht Sänger werden, Max? Lionel Richie, Nummer 2. Ich bin ganz verliebt in das Mädchen da hinten. Die spielt so schön. Wir stehen schon eine Weile hier. Ich hoffe, ihr hört es überhaupt. Es ist ziemlich windig. Ja, voll schön, wie sie spielt, ne? Mhm. Mega. Und das ist in ihrem Alter schon so gut kann. Ja. Wir sind jetzt beim Müller. Der Max sucht sich einen Duft aus. Oder willst du dich schminken lassen, Max? Ich brauche Abschminktücher. Die von Neutrogena. Ja, die liebe ich. Mal gucken, wo sie sind. Wo ist denn der Max? Ja. Lässt dich doch nicht schminken, Max. So, nach endloser Suche habe ich sie gefunden. Da sind sie. Die kaufe ich immer. Dann nehmen wir gleich mal mehrere mit. Da, Max. Noch mehr. Auch mehr. Ich komme nicht so oft zum Müller. Fertig mit Shoppen. Der Max fährt uns jetzt ins Kino. Ich freue mich schon voll. Und mein Mann kommt jetzt auch mit dem Gianluca nach. Und Moritz. Yay. Moritz kommt auch? Ja. Okay, aber den seht ihr leider nicht, den Moritz. Tut mir leid. Okay, ich sag's euch, man schwitzt Blut und Wasser, wenn man nebendran sitzt. Obwohl der Max sehr gut Auto fahren kann. Ich hab's euch schon oft gesagt, aber trotzdem ist es ein bisschen ungewohnt. Okay. Okay, alles gut, wir sind gleich beim Kino. Der Max, der fährt jetzt nach Hause, der muss nämlich noch ein bisschen was machen. Der möchte nicht mit ins Kino und ja, fährt hoffentlich anständig nach Hause. Na, Max? Okay, Max, Schatz, fahr vorsichtig. Wir haben übrigens einiges eingekauft. Wenn ihr es sehen wollt, mache ich euch einen Fashion Haul. Okay, der Max fährt los und der Kofferraumdeckel ist offen. Warte. Mega, Max, mega. Ich mache ihn zu. Gut. Seht ihr, sogar Lionel Richie ist mit mir im Kino. Wir sind wieder zurück aus dem Kino. Lustig war's. Hat er dir gefallen, der Film? Ja. Das Beste war natürlich, dass Lionel Richie dabei war. Ich mache nur Spaß. Hey, da hat die Mama gestrahlt. Das war das Beste, ja. Wir müssen jetzt den Einkauf hochtragen. Ich würde sagen, ich melde mich morgen nochmal. Mein Akku ist nämlich gleich leer. Und jetzt seht ihr auch endlich mal den Lucky mit im Video. Da freut ihr euch ja immer, wenn der Lucky mit dabei ist. Ja, da ist er. Und die Bella ist auch irgendwo. Ach, die ist da vorne, die Bella. Ja. Die wartet da vorne. Ich glaube, die will Gassi gehen. Also gut, dann tragen wir den Einkauf hoch und dann gehen wir eine Runde mit der Bella Gassi. Ja. Oder? Ja. Da kommt sie gerade angetippelt. Da ist sie. Schaut mal, wer bei mir ist. Tada! Es ist leider so dunkel. Die Yvette ist da und die Nina, die haben mich besucht. Einfach so. Nein, wir feiern gerade meinen Geburtstag nach. Wir waren bei meinem Bruder. Lecker essen. Und jetzt chillen wir noch ein bisschen hier auf unserer Terrasse. Und das wollte ich euch mal ganz kurz erzählen. Der Max ist auch am Start. Also der beste Gastgeber ever. Wir haben nämlich auch noch leckeren Milchkaffee bekommen von Max. Oh ja. Dankeschön, Max. Ich wusste, dass du hinter den Kulissen alles managst. Ich wusste es. Der Max hat gerade das Licht zurechtgerückt.
Der ist so süß, der Max. Wie bei ihrem Bruder. Bei meinem Bruder war es lecker, gell? Das war lecker und dann auch der Tisch gekippelt. Das stimmt. Schaut mal, da ist auch die Bella. Da ist der Max. Ich koche mal für euch. Lade euch nochmal ein. Ja, gerne. Oh ja, bitte. Ja, jetzt mache ich aber erstmal mein Geschenk auf. Ich freue mich schon. Das hat mir die Yvette gebracht und die Nina hat mir auch was ganz, ganz Tolles gebracht und zwar einen Gutschein. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. Erbärmlich, hallo, das ist ein Mega-Gutschein. Aber echt, ich wollte gerade sagen, also... Ey, der Gutschein schlechthin, hallo. Das wird der Wahnsinn. Das wird der absolute Wahnsinn. In der Sauna. Ich gehe nicht in die Sauna. Wir bloggen davor. Also wir machen mal Schluss. Das ist ein Geburtstag, ich sag's euch. Mega, mit den Besten. Guten Morgen. Ja, hallo Bella. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Die Nacht war kurz, die Mädels waren bis um 1 Uhr da. Es war so, so schön. Ich wollte euch noch ganz kurz das Paket später zeigen. Und hier habe ich den Einkauf schon raus, habe alles gewaschen. Das ist noch das Zeug vom Müller. Und es war so schön, dass die Mädels da waren. Die haben mich ja überrascht. Und dann haben wir einen schönen Abend verbracht, haben bei meinem Bruder gegessen. Und es war so, so schön. Also die haben mir so viel Kraft gestern gegeben, die Mädels. Wir haben so viel gelacht und hatten Spaß. Und es wurde halt sehr spät, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Schlaf wird überbewertet. Ne, Bella. Ich mache mir jetzt mal ein leckeres Getränk und ja, dann starten wir mal in den Tag, würde ich sagen. Ich trinke jetzt mal einen Milchschaum. So, lecker. Irgendwie wollte ich jetzt keinen Kaffee. Ich habe übrigens auf diese Gläser hier noch einen Rabattcode. Also falls euch das interessiert, ihr könnt die einfach so anfassen. Und ja, sind Thermogläser, sind nicht heiß. Richtig genial und die halten auch die Wärme. Hatte ich euch schon mal erzählt und ja, lasst mir das jetzt mal schmecken. Beziehungsweise ich wollte euch ja noch kurz zeigen, was ich zugeschickt bekommen habe. Und zwar von Maybelline. Da ist es, gute Stückchen. Ist auch schön was für euch dabei. Moment. Machen wir so. Tada. Schaut es euch an. Und zwar gibt es eine neue Foundation in 16 Nuancen. Also ich denke, da ist für jeden was dabei. Tada. Und meine habe ich schon raus. Ich habe jetzt die 122 in Verwendung. Und ich kann euch sagen, oh mein Gott. Die ist so, so genial. Und schaut mal, wie viele Farben es gibt. Die Yvette hat sich jetzt die 102 ausgesucht und die Nina die 100. Das werde ich den Mädels dann schenken. Und dann habe ich natürlich auch ganz, ganz viele tolle Farben noch für euch. Da könnt ihr euch freuen. Werde ich auf jeden Fall verlosen. Was will ich mit dem Ganzen? Ne? Ich kann ja auch nur eine, maximal zwei verwenden, also vom Farbton her. Und deshalb freue ich mich, dass ich wieder was Schönes zum Verlosen habe für euch. Und wenn ihr wollt, kann ich euch die Klamotten, die wir geshoppt haben, in einem Fashion Haul zeigen. Ich kann euch ja gerne mal die Nuance zeigen, die ich habe. Wir gehen mal zu meinem Schminktisch. Moment, zeige ich euch mal eben. So, das ist der Farbton, den ich im Moment verwende. Und zwar täglich, die 122. Absolut genial. Also richtig genial, diese Foundation. Die ist einfach richtig schön deckend, aber nicht zu maskenhaft. Und jetzt gerade bei den Temperaturen, also die ist mir auch bisher nicht zerlaufen. Also es sei denn, es waren jetzt irgendwie, keine Ahnung, 35 Grad im Schatten, so auf die Art. Richtig schön, echt. Gefällt mir total gut. Wartet mal, ich zeige euch die mal. So, schaut mal, das ist jetzt die Foundation. Und wenn ich die so verteile, das ist genau mein Farbton. Also richtig genial. Und da zum Beispiel ist genug Wasseranteil mit dabei. Ich hatte euch das ja in meinem letzten Video gezeigt. Die Revlon Foundation, die ist einfach total klebrig. Haben auch die Mädels gesagt, als sie gestern da waren. Und die ist so schön. Also da klebt gar nichts, wenn ich da so dran gehe. Richtig schön. Und die ist auch nicht so matt, so anstrengend matt. Wisst ihr, was ich meine? Dass sie auch die Fältchen betont, sondern die ist ganz, ganz leicht. Also mir gefällt sie wahnsinnig gut. Echt, könnt ihr euch mal anschauen. So, und jetzt wasche ich das Ganze ab, trinke meine heiße Milch und mache mich mal an den Haushalt, würde ich sagen. Da ist auch die kleine, feine Bella. Die wartet darauf, dass wir Gassi gehen. Na Bella, komm, wir gehen gleich Gassi. Lass mich das mal kurz trinken
da bin ich. Guten Morgen. Und jetzt trinke ich das schnell und dann geht's Gassi. So, Bella, jetzt gehen wir aber wirklich Gassi, ne? Hier sind noch schöne Blumen von meinem Geburtstag. Die habe ich noch abgemacht, also abgeschnitten bei uns im Garten. Und das waren die, die der Moritz mir geschenkt hat. Die sind leider verblüht, aber ich kann sie irgendwie nicht wegwerfen. Kennt ihr das? Wahrscheinlich eher nicht, ne? So, Bella, komm, wir gehen Gassi. Auf geht's. So, ich koche jetzt. Es gibt Hähnchenbrust im Speckmantel. Allerdings muss ich mir da so Filets rausschneiden. Ist fertig. Da ist jetzt das Fleisch, die Soße, Spätzle habe ich angebraten und da ist der Salat. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Da sind wir wieder. Wir haben jetzt lecker gegessen. Ich habe die Küche aufgeräumt, Haushalt ist auch gemacht und jetzt geht's ins Schwimmbad. Schwimmbad! Da ist unsere Melone. Bella, du darfst leider nicht mit. Das guckt so ganz traurig. Ja, Bella, du darfst leider nicht mit ins Schwimmbad. Und da ist übrigens auch unser Schirm. Das müsst ihr nicht verstehen. Na, Lassie, das muss man nicht verstehen. Den muss ich zurückbringen zum Obi. Leute, das kann nur mir passieren. Nach dem ersten Tag. Nach dem ersten Tag. Na toll. Okay, kommt der Luki oder geht er durch die Garage? Ich glaube, geht durch die Garage. Okay, dann kannst du zumachen. Ja. Tschüss, Snap. Tschüss, Snap. Da haben mich auch ein paar gefragt, was das bedeutet. Das hat was mit Snapchat zu tun. Da sagen wir nämlich immer Tschüss, Snap. Und ganz viele haben den auch schon nachgemacht und haben mir den zugeschickt. Fand ich total süß. Oh ja, das war witzig. Ja, das war voll süß. Und schaut mal, hier ist noch die Rose vom Max. Ja, wollte ich euch noch erzählen. Ui, es scheint ganz schön die Sonne. Sehr cool. Sehr cool. Okay, let's go ins Schwimmbad. Mal schauen, ob der Alessandro sich vom Zehner traut. Das wollte er nämlich heute mal machen. Mal ja. Gucken, ich bin gespannt, ob du dich das traust. Ich glaub schon. Ja, mal schauen. Da sind wir wieder, wir sind zurück aus dem Schwimmbad und oh mein Gott, der Alessandro ist tatsächlich gesprungen. Der Wahnsinn! Ohne dass wir angefeuert haben, gar nichts. Der hat sich einfach oben hingestellt, hat sich kurz nochmal angeschaut, ist nochmal zurück, hat überlegt und dann hat er Anlauf genommen. Ihr habt es ja schon gesehen, ne? Ich muss das jetzt für mich selbst erst nochmal verarbeiten. Der Wahnsinn. So, jetzt gehen wir mal kurz hinter zu Max am besten. Wir wollten Max nämlich noch was sagen. Die gelben Säcke müssen jetzt gleich noch raus. Und das muss ich noch machen. Und mit der Bella wollen wir noch raus. Und der Alessandro braucht eine neue Badehose. Ja. Ne? Aber jetzt gucken wir mal, was der Max da hinten macht. Und jetzt erzählen wir ihm, warte Schatz, wir passen hier nicht beide durch. Wir erzählen ihm jetzt mal, dass der Alessandro gesprungen ist. Los. Sorry wegen meinem Monsterhut. Ich weiß, ich habe keinen Hut und kein Mützengesicht, egal. Da ist der Max, der kommt jetzt gleich raus, dann erzählen wir es ihm. Wir wollen jetzt Alessandro noch eine neue Badehose bestellen im Internet, weil die er anhat, ist ihm schon ein bisschen zu eng. Und dann gehen wir noch mit der Bella. Ein bisschen zu eng, ein bisschen. Alessandro ist gewachsen. Max, Schatz, da bist du ja. Der Lassie ist vom Zehner gesprungen.
Daumen hoch. Daumen hoch, sagt der Max. Richtig cool. Und wann traust du dich mal vom Zehner zu springen? Okay, alles klar, Max. Ich filme dich dann, ne? Ja. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir beenden jetzt mal dieses Video. Dann müsst ihr euch nicht mehr länger meinen Hut anschauen. Und ich glaube, wir haben auch wieder so einen kleinen Einblick für euch gehabt übers Wochenende. Wir waren schön shoppen mit Max, waren im Kino und heute waren wir eben, wie gesagt, im Schwimmbad. Und ich habe euch ein bisschen gezeigt, was ich so koche. Ne, Lassi? Ja. Und jetzt bestellen wir endlich deine Badehose. Ja. Okay, los geht's. Und die Bella steht auch schon da. Bella, komm mal her. Na komm. So ist fein. Okay, also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.